Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gravity TV. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, was mich natürlich auch persönlich trifft, kann man sagen, in dem Bereich. Wir haben heute das Thema MTB Startups. Zu Gast haben wir einmal Variloop, den Thomas, und dann natürlich auch Prep Sports. Da haben wir einmal den Tim und den Christian. Sagt hallo. Hi. Servus. Hallo. Genau. Wer vielleicht jetzt Variloop noch nicht kennt, der Thomas, der hat jetzt ein Schmiermittel entwickelt, kann man so sagen, oder? Also entwickelt habe ich direkt nicht. Das war das gibt schon in der Entwicklung schon länger. Also es ist schon entwickelt und es steht schon das Produkt. Und jetzt kam jetzt noch ein Zusatzprodukt dazu, eben das. Und das ist durch mich entstanden. Aber, okay. Genau. Aber diese Spezialisierung auf dem MTB-Bereich, die ist eigentlich neu. Die ist also eigentlich das neu, genau. Das Produkt dahin umzumünzen. Okay. Genau, genau. Okay. Dann haben wir noch das Team von Prep Sports, unsere Prep Boys. Wie gesagt, den Tim und den Christian. Nice. Ihr habt ja das Gerät entwickelt, was man da sieht. Genau. Yep. Und das ist jetzt ein Sportgerät für... Ja, die Idee ist ein sportspezifisches Trainingsprodukt. Langes Wort, kurze Bedeutung. Es soll einfach sozusagen für deinen Sport ein Trainingsgerät sein. Es gibt Trainingsgeräte, die sind für jeden Otto Normalo. Ja. Aber das ist eins für deinen Sport. Und das ist in dem Fall halt für alle Leute, die was mit einem Lenker machen. Okay. Motocross, Mountainbike. Genau. Ich muss Ihnen auch sagen, ich weiß, du fährst Downhill Duo. Ja. Okay, gut. Jetzt weiß ich, bei dir, Tim, du bist jetzt nicht so der MTBler. Du fährst eher was MotoGP, mit Motor, oder? Ja, also Superbike auf der Rennstrecke. Also rennt ein bisschen Motocross seit einem Jahr so. Motocross. Also, dass das nicht so langsam aussieht. Okay. Wir waren ja, muss man dazu sagen, wir waren bei den Jungs von Prep schon mal in München fort. Das war kurz nach Weihnachten. Interessante Sache, wir haben das Video noch nicht hochgeladen, einfach aus dem Grund, dass wir dort ein kleines Tonproblem hatten und wollten jetzt erst diese neuen Sendungen von Gravity TV hochladen, weil wir natürlich immer das Problem kennen mit den Leuten, die dann anfangen, in den Kommentaren rumzuhaten und sagen, oh, hier ist ein scheiß Ton, keine Ahnung. Und wir wollen einfach zeigen, dass wir das eigentlich besser machen und dass es einfach ein technischer Fehler war. Das Video kommt also noch. Wir werden das in der Videobeschreibung von dieser Sendung hinzufügen. Könnt ihr gerne reinschauen. Und wie gut der Tim dort Motocross fährt, seht ihr auch. Und ja. Sehenswert, ja. Zu dir, Christian. Ich komme vom Skateboarden tatsächlich, ne, das mit vier Rollen. Und irgendwann hat mir mal einer so ein Roam-Video gezeigt, als das rausgekommen ist, ich weiß nicht mehr wann. Und dann dachte ich mir, geil, das ist wie Skateboarden im Wald. Und das hat mich irgendwie aufs Bike gebracht. So. Und seitdem fahre ich all das, was Bike so hergibt. Also Hardtail auch, ne? Logo. Okay. Also auch Hardtail, ja. Also genau, auch Hardtail. Ganz allein. Same. Genau. Jetzt wäre meine Frage natürlich, was war jetzt für euch der Antrieb, zu sagen, okay, ich gründe jetzt. Fange ich mal an. Also im Prinzip ist es eigentlich bei mir jetzt so, dass es ein Produkt gibt, das schon steht, und das einzuführen in den Markt, eben im Fahrradbereich, hat sich sehr positiv erwiesen. Und das war einfach mit Leidenschaft verbunden, weil das ganze Produkt auch selber von mir erstmal lange Zeit getestet wurde, bevor es zur Markteinführung kam oder überhaupt Aktivitäten dort passiert sind. Okay. Genau, und also es ist Leidenschaft mit einer Mischung aus natürlichen Standbein aufzubauen und das Ganze halt auch den Leuten bieten zu können, was das Produkt verspricht. Du gehst jetzt, glaube ich, auch noch nebenbei arbeiten. Also du machst das so jetzt Hälfte-Hälfte, genau. Also einmal arbeiten, dann das Produkt jetzt nebenbei aufziehen. Genau, genau. Bei euch ist es ja so, ihr habt wirklich einen kompletten Cut für euch gemacht. Ich glaube, ihr hattet das versucht, nebenbei zu machen, habt dann mitbekommen, dass es irgendwie zeitlich nicht machbar ist, mhm, und habt dann gesagt, okay, wir gehen jetzt aufs Ganze und machen unsere alten Jobs, sagen wir Ade, und geht jetzt voll rein, oder ist korrekt? Das ist korrekt. Also im Endeffekt, wir haben davor 12 Jahre lang Industriedesign-Agentur gehabt, eine eigene, die wir auch selber gegründet, also eigentlich sind wir unser ganzes Leben schon selbstständig, haben uns dann auf den Maschinenbau spezialisiert und haben eigentlich in diesen 12 Jahren über 500 Maschinen auf der ganzen Welt gemacht. Also Maschinen, die all das, was am Fahrrad dran ist, fräsen, laminieren, pressen, Druckmaschinen, alles, was es gibt. Ich kann ja echt zu jedem Produkt, was hier im Raum ist, sagen, wie wird es hergestellt etc. Du weißt da manchmal mehr, als du wissen möchtest, und ja, dann wiederholen sich natürlich die Dinge. Und du sagst ja halt, ja, du kannst es bis an dein Lebensende machen, klassisch deutsch, ne? Ich hab was, ich kann das und das mache ich auch. Aber irgendwann fragst du halt den Sinn dahinter. Und jetzt ist es halt so, wir machen beide gerne diese Action-Sportart, ja, mit Motor, ich ohne Motor. Und klar, da musst du halt trainieren, gerade wenn du viel im Büro sitzt. Und da war halt eben die Idee kommen, das Ding, was man sich selber baut, das machen wir jetzt mal zum Produkt und stecken mal all unsere Erfahrung rein und gucken mal, wie weit wir es damit bringen können. Okay. Mit eigenem Geld halt. Okay, jetzt wäre
Meine Frage, wie ist jetzt generell der aktuelle Stand? Ich würde mal sagen, wir haben es einmal bei dir verkündet. Wir fangen jetzt einfach mal wieder beim Team an. Mhm. Ja, also aktueller Stand ist, dass wir eigentlich sehr stolz drauf sind. Der Christian hat es schon ganz gut erklärt. Wir haben eigentlich immer für Kunden gearbeitet und haben für Kunden Produkte serienreif entwickelt. Und dann kam dieser Cut, wo der Kunde gesagt hat, okay, danke, damit gehen wir jetzt in den Markt und wurden eigentlich damit immer sehr erfolgreich. Und wir haben gesagt, das möchten wir eigentlich gerne auch mal selbst für uns erleben. Das heißt, das ist eigentlich eine Art Kür für uns, wo wir alles Know-how reinstecken und sind jetzt eigentlich sehr stolz, dass wir seit wenigen Wochen im Verkauf sind. Was für uns jetzt bedeutet, das ist jetzt kein Ballon, um mal zu gucken, wie das die Leute finden, sondern das ist ein fertiges, serienreifes Produkt, an dem eben alles passt, wo man jetzt auch nicht erwarten muss, okay, wir müssen da vielleicht nochmal was abändern, weil da einfach jetzt alles stimmt. Und jetzt ist für uns dieser neue Part, den wir bislang eigentlich nie gemacht haben, dieses Produkt auch zu vermarkten. Das okay. heißt, für uns ist es neu. Du hast jetzt nicht ein Unikat geschaffen für jeden Kunden, sondern du hast jetzt ein serienreifes Produkt, was du beliebig oft herstellen kannst. Und das haben wir jetzt auch mehrfach gemacht. Wir haben jetzt die ersten paar tausend Stück auch montiert, auch das selber montiert. Also wir sind zu zweit und wir machen auch alles zu zweit. Habe ich auch gesehen, ihr macht momentan alles selber. Ihr habt diesen kleinen Fertigungsraum, wo alles zusammengesteckt wird. Richtig, wo wir halt Support haben von unserer Familie, von Freunden, die einfach mal am Wochenende vorbeigekommen sind und mitgeschraubt haben, um einfach die Kartons zu füllen und die Leute zu bedienen, die das eben bestellt haben. Und auch, wo ich sagen muss, Hut ab, dass Leute einfach beim Unternehmen, was keiner kennt, ein Produkt, was keiner kennt, wo keiner den Namen weiß, das einfach bestellt. Also es sind sehr mutige Leute, ja. Was uns sehr freut. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen, wir möchten natürlich all den Leuten eine Bestätigung geben, dadurch, dass Leute, denen man vertraut, dieses Produkt auch nutzen. Und da sind wir gerade dran, dass es eben das Produkt Leute in die Hände bekommen, denen man auch abnimmt, okay, das ist wirklich sehr okay. gut, das Produkt. Ja. Das ist auch was für mich. Das ist momentan so der Stand, wo wir sagen, das ist auch eine sehr spannende Zeit. Auch wenn die finanziell sehr, sehr, sehr spannend ist und auch sehr anstrengend und eine hohe Anspannung da ist. Aber wir merken ja, dass Leute täglich bestellen. Wir merken, was ich sehr interessant finde, die Zuschriften, die kommen. Also ich glaube, keiner von uns hat jemals bei einem Produkt, was er auf Amazon Marketplace bekommen hat, geschrieben, oh, vielen Dank, das kam jetzt schon an und ich bin sehr zufrieden. Bei uns ist es so, wirklich sehr, sehr viele Käufer schreiben uns, oh, das kam schon am nächsten Tag an. Hat mich riesig gefreut. Die Quali ist ja mega, weil ich weiß natürlich nicht, was die Leute erwartet haben bei einem Startup. Ja. Viele sind dann gewohnt, okay, es kommt eine sehr, sehr umweltunfreundliche Verpackung. Es kommt ein Produkt, wo man damit rechnet, dass es nächstes Jahr vielleicht besser. Und bei uns kommt das schon eigentlich so wie aus dem Ei gepellt an. Und dann natürlich eine schöne Verpackung, ja. Die ohne Kunststoff auskommt, die auch nicht zellophaniert ist oder was auch immer, ist einfach ein Karton, wo es keinen Umkarton gibt, sondern das ist einfach basic. Das ist toll, dass das die Leute gut finden. Und wir freuen uns riesig, also über jede Zuschrift, weil wir natürlich das gewohnt waren, einen Entwurf für einen Kunden zu machen und das war's. Und jetzt haben wir einen Entwurf und der verkauft sich ganz oft. Okay, das ist sehr gut. Kommen wir mal zu dir. Mhm. Und zwar, euer Produkt kann man ja auch schon shoppen. Ja. Wir hatten, du hattest mir schon mal im Vorfeld mal was zugesendet. Mhm. Ich habe dann gesagt, ich gebe jetzt einfach mal einen Tom mit. Wer jetzt vielleicht den Tom noch nicht kennt bei uns aus den Sendungen, Tom ist auch so ein Teil der Gravity Family, also auch ein Member von uns, ist der Trailbauer aus dem Bikepark Bärfelden, mhm. ist dementsprechend auch immer ziemlich viel am Schrauben. Und ich habe dann gedacht, okay, der Tom ist eigentlich die perfekte Person, um das Produkt mal zu testen. Na, klasse. So, ich habe dann anschließend den Tom angerufen und habe gesagt, okay, wie sieht's aus? Anders was? Und er hat dann gesagt, ja, nee, das ist schon echt gut in dem Bereich. Okay, also war zufrieden. Und wie läuft das jetzt bei dir mit dem Vertrieb? Ihr seid jetzt nur online erhältlich, seid jetzt auch schon in Läden drin. Wo ist jetzt da bei dir der aktuelle Stand? Ja, also es gibt Läden, die das bereits kaufen. Im Münchner Raum vor allem, im südlichen Raum gibt es das. Und auch in Hannover haben wir jetzt einen Bikeshop, den Movement Bikeshop, aber sonst überwiegend online. Und es ist ja noch eben in der Startphase das Ganze irgendwie auf den Markt zu bringen und ein bisschen präsenter zu machen. Wichtig ist uns, oder mir eigentlich, weil das ist ja so eine Art One-Man-Show noch, dass das Ganze aus Überzeugung bei den Leuten ankommt, also dass ja. die vom Produkt überzeugt sind eben und dann die Schrauber, wie du sagst, das ist natürlich Gold wert, wenn das in der Werkstatt nämlich gut ankommt und dort eben viele Schmierstoffe ersetzt in vielen Bereichen, dann ist das ein Riesenvorteil, denke ich, für jeden, der sowas braucht. Okay. Wie war das jetzt bei dir in dem Bereich? Man hat immer so Höhen und Tiefen in der Selbstständigkeit. Ich kenne es auch bei mir selber. Also wie gesagt, wir sind jetzt auch, eigentlich kann man sagen, ein Start-up. Jetzt mit dem Gravity Magazine, auch wenn wir das jetzt einmal vom Fabio übernommen haben.
Aber jetzt auch diese ganze Idee hinter der Agentur, dass wir jetzt eine Spezialagentur machen für Radsportmarketing, was da wirklich eine absolute Nische ist. Und da habe ich jetzt schon viele Höhen und Tiefen erlebt, auch viele Rückschläge. Da muss man wieder aufstehen, muss sich selber motivieren. Wie war das bei dir? Die gibt es. Also, und das war ganz klar am Anfang. Komplett branchenfremd eigentlich von Schmierstoffen bin ich da auf Messen unterwegs gewesen, auf verschiedenen IXS Downhill Cups und so weiter. Und es kommen halt Meinungen rein, die prassen auf einen ein. Also so ungefähr jeder zweite verkauften Schmiermittel und warum ist deins jetzt besser oder warum ist eures gut und so weiter. Das Gute ist, man findet die Vorteile eben durch die Feedbacks, sowohl negative als auch positive. Ja. Das gibt die Hürden wieder ein bisschen zurück, macht das Ganze besser und ebnet die Wege wieder ein bisschen. Also und dann hat man mehr Erfahrung und ja, so die Höhepunkte sind eigentlich noch nicht wirklich erkennbar, denke ich, weil es nur so ganz am Anfang ist. Das ist doch eine Entwicklung. Genau. Jetzt würde mich aber interessieren, du hast jetzt gesagt, okay, du hast die Fahrerfeedbacks, du kriegst natürlich dann einmal positive Feedbacks, aber auch so Feedbacks, wo du sagst, okay, da ist vielleicht das Produkt noch verbesserungswürdig. Dann wie läuft es bei euch in der Produktentwicklung? Ihr habt da eigentlich ein Produkt, das wurde jetzt einmal transferiert in einen anderen Markt rein. Und ich habe auch, glaube ich, auch mitbekommen, dass ihr mit der Universität zusammenarbeitet, kann das sein? Genau. Das heißt, ihr, wenn ihr diese Feedbacks bekommt, dass ihr dann auch mit der Universität dort das Produkt weiterentwickelt? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ja, es läuft dann eigentlich so im Forschungslabor ab. Also direkt die Uni ist nicht mehr angebunden, aber in dem Forschungslabor, wo die Rezepturen entwickelt werden, wo dieses Produkt entwickelt wurde und eben aus der Automobilindustrie kommt, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber es steht eigentlich so, wie es jetzt ist. Und man muss halt dann überlegen, ob man bewerten will, dass es auf dem Markt für die große Masse gut ankommt. Aber wir sind eben im Nischenbereich mit dem Schmierstoff und die niedrigste Reibung mit dem Schmierstoff ist eben nur möglich, wenn man es so lässt, wie es jetzt ist. Ja. Da wird eigentlich nichts mehr verbessert oder so, weil es eigentlich wirklich so den Stand jetzt hat. Genau. Also es werden Feedbacks zwar aufgenommen, marketingtechnisch, klar, da kann man einiges dazulernen oder auch von Gebindengrößen oder etc. Aber der Basisstoff, der bleibt so. Ich habe es ja damals auch mal vorgegeben. Wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert. Ich habe es selber auch probiert. Okay. Fand es gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Verpackung. Das habe ich ja auch schon gesagt. Habe aber auch angeboten, wenn du Bock hast, dann können wir hier gern was für euch machen. Ja. Würdest du euch gern unterstützen als Startup, dass man sich von Startup zu Startup unterstützt? Ja, klar, das ist aber offen dafür. Das ist wichtig. Ja. Wie war das jetzt bei euch mit den Hürden, Höhentiefen? Ach so, die Tiefen, nicht die Höhen? Oder? Ja, machen wir ja immer so. Höhen, Tiefen. Also, fangen wir mal mit einer Tiefe an. Ja. Also wir sind ja schon länger in dem Business und wir wissen auch, dass vieles doppelt so lange dauert, wie man denkt. Also wir sind jetzt nicht so blauäugig eingestiegen, aber wir wussten auch dadurch, dass wir das natürlich ohne fremde Hilfe machen und wir jetzt auch nicht aus reichem Elternhaus kommen und wir einfach gesagt haben, das, was wir zur Seite gelegt haben, das nutzen wir, um davon zu leben. Wir hatten quasi, während die Agentur noch lief, viel Geld schon ausgegeben für Patentanmeldungen, für Unionsmarkenanmeldungen, für die Werkzeuge anzuzahlen, was uns auch selber ein bisschen unter Druck setzen sollte, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt echt investiert, lass das weitermachen, lass das nicht sterben lassen. Hat aber auch zur Folge, dass du natürlich irgendwann sagst, gut, wenn ich jetzt kein Gehalt mehr habe, weil ich mich nur noch darauf konzentriere, wie lange hält es denn? Also machst du dir irgendwo so einen Cashburn, wo du sagst, okay, bis dahin kann ich überleben. Dann, wenn du noch Family dahinter hast, hast du auch eine gewisse Verantwortung, kannst du nicht wie ein Student sagen, ey, mal gucken. Dieser Zeitplan ist ein bisschen ins Wanken gekommen, weil wir festgestellt haben, wir sehen eine Chance, dass wir das Produkt auch in Deutschland herstellen können. Wir waren ursprünglich wirklich auf dem Asienweg und waren dort auch oft und haben dort auch viel Motivation gespürt und auch extreme Schnelligkeit. Also du kriegst da in kürzester Zeit Resultate, du kriegst Angebote, du kriegst Muster, Samples und so weiter. Aber dann am Ende vom Tag haben wir festgestellt, gerade wenn du das als Startup machst, ohne das große Geld im Rücken, was passiert, wenn du jetzt einen Überseecontainer bekommst, beispielsweise mit Verpackungen, und die sind Schrott? Dann bist du nicht mehr handlungsfähig. Das hat so ein bisschen den Schlaf, weil wir gesagt haben, eigentlich wäre es doch toll, in München jemanden zu finden, der Verpackungen macht, wo ich einfach 10 Minuten hinfahre und sage, Kollege, was ist mit dem Druck? Wir müssen was ändern. Und dann weiß ich, das kann man in einer Woche ändern, aber eben nicht in 18 Wochen auf dem Meer. Das hat aber zur Folge gehabt, wenn du in Deutschland was entwickelst, hast du viele Unternehmen, die das fantastisch können, die haben aber keine Zeit für dich. Weil ein neues Produkt im Spritzguss einführen, was auch immer, das ist viel Arbeit. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und natürlich haben wir die Konstruktion, so Dinge, das können wir selber.
Aber du brauchst natürlich jemanden, der die Umsetzung macht, der die Werkzeuge baut, der die Produktion macht, der das alles einstellt. Und wenn du dann sagst, ja, Anfangsmenge, vielleicht 10 erstmal, ne, und die aber in 10.000 rechnen, du bist nicht attraktiv für einen Hersteller, du bist eher ein Störenfried, ne, weil die sagen, hey, für die Automobilindustrie, ich habe hier meine Prozessstraßen und ich habe wenig Mitarbeiter, die fast von Hand machen. Da hast du wieder den Vorteil in Asien, wo einfach sehr viel Handarbeit ist. Ja. Dennoch war es uns lieber zu sagen, beispielsweise der Hersteller vom ProPilot, dem Spritzguss 2K-Teil, der sitzt in der Nähe von Köln, da schaffst du es am Tag hin, um sich nochmal hinzusetzen, zu sagen, ey, das stimmt noch nicht, wir haben hier ein Problem, wir wollen das mit der Klemmung anders, und brauchst aber natürlich auch jemanden, der gewillt ist, dir da unter die Arme zu greifen. Okay. Aber um auf deine Frage zu antworten, das waren so Stolpersteine, wo wir gemerkt haben, es läuft die Zeit davon. Okay. Ne, wenn du dann einen Prototyp geschickt bekommst, wo du sagst, okay, mit dem gehen wir jetzt in Verkauf, weil es ist wirklich knapp jetzt. Das war beispielsweise im Mai. Und du feststellst, das geht jetzt für 1.000 Stück, aber nicht für 5.000. Ja. Also was machst du? Änderst du es jetzt oder irgendwann später? Und dieses irgendwann später geht immer in die Hose. Also es ist irgendwie ein Bumerang, der dreimal so groß zurückkommt. Weil wir jetzt gerade in der Frage der Entwicklung waren, war jetzt meine Frage. Also wir hatten jetzt bei dir das Thema Entwicklung, jetzt auch bei euch. Ist Entwicklung ja auch immer ein Thema, was mit Geld zusammenhängt. Mhm. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie wir hier auf der Bank sitzen, ist gerade das als Gründer eigentlich auch ein Thema ist, was immer wieder auftaucht. Liquidität, ist man flüssig genug, braucht man mehr Geld? Ist das im Endeffekt das Ziel zu erreichen, was ich erreichen möchte? Mhm. Und da wäre es natürlich auch mein Thema. Wie sah es jetzt zum Beispiel bei euch das aus mit Unterstützern? Habt ihr jetzt Investoren gehabt? Oder? Also das Ding ist, wir sind zwar in München, aber wir sind so nicht München, wie man nicht München sein kann. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das keine reichen Eltern, keine Supporter, noch nicht mal einen Bankkredit. Also wir haben, auch wo wir die Agentur gegründet haben, was tatsächlich um die Ecke ist in Ludwigshafen, durch einen Zufall, haben da schon keinen Kredit bekommen, weil die Leute nicht verstanden haben, was wir da vorhatten. Seitdem war es halt so, wenn sie dann irgendwann sehen, es läuft, dann fragen die ja von alleine an, so, hey, braucht ihr nicht mal einen Kredit? Oder so, nee, danke. Also auch wenn wir jetzt aus dem Pampers-Status raus sind und jetzt irgendwie was machen, danke, wir kriegen schon so hin. Und so sind wir jetzt mittlerweile eigentlich so gestrickt, dass wir sagen, komm, das musst du irgendwie auch selber stemmen können, obwohl, klar, du kommst irgendwann in so Phasen, wo du denkst, oh, das wäre jetzt, also jetzt 100.000 Euro Bombe, das wäre richtig gut. Aber andererseits sind das auch die Dinge, die dich irgendwie ein bisschen formen, weil dann musst du halt kreativ werden, dann musst du andere Wege beschreiten, weil theoretisch ist in dieser Welt Kohle unendlich vorhanden. Die ist halt nur blöd verteilt. Und das ist so die Logik dahinter. Sehr, sehr cool gesagt, ja. Da wirst du halt kreativ und ja, keine Ahnung, man findet da so seine Wege. Ich finde es eigentlich okay, weil ich sag mal, wenn du was Ernsthaftes vorhast, dann musst du da auch ernsthaft hinter sein. Und ich glaube, wenn du den Sugar Daddy dahinter hast, wie auch immer das sein sollte, ich glaube nicht, dass dich das pusht unbedingt. Also wenn du ist wieder Druck von hinten, ja. Ja, genau, weißt du. Und ich glaube, das ist bei uns schon ganz okay so, weil du merkst halt so, du kommst von einem ganz coolen Level, das du dir erarbeitet hast, dann nimmst du das alles, investierst du was in einem Alter, wo andere halt sagen, oh, komm jetzt mal Haus und dies und das, ne? Kannst du ja in München eh vergessen, ehrlich gesagt, aber sagst, nee, wir investieren das jetzt in was ich zum Beispiel schon eigentlich mit 17 machen wollte. Ich wollte immer eine eigene Marke haben. Damals waren das Skateboard-Klamotten, jetzt ist es was anderes. Aber so diese eigene Brand mit dem eigenen Produkt, wo du einfach denkst, so, das ist eigentlich gut für die Welt, so das zu machen, das ist schon was Cooles und ist auch viel wert und auch viel persönlichen Invest. Aber wie gesagt, das ist selbstfinanziert. Okay, cool. Wie sieht es jetzt bei dir aus, Thomas, jetzt mit dem Produkt? Im Prinzip, ist ähnlich. Also bin da eher angewiesen auf meinen Hauptjob und den ich da wirklich schon seit 2 Jahren dafür einsetze, damit ich hier dieses Produkt einführen kann auf dem Markt. Und werde halt in Form von Produktbeigaben und so weiter unterstützt und dem ganzen Know-how, auch diese Entwicklung und so weiter. Aber, es ist wie bei euch. Also aber schlussendlich, das komplette Geld, was du im Job verdienst, steckst du in die... Ja, nicht 100%, aber okay, so... aber ein Großteil. Ja, also es geht natürlich einiges drauf dafür und das ist auch ganz wichtig, dass man das, während man das macht, dass man dann beibehält, nicht irgendwie eben auf so einen Investment Angel zu warten, der sagt, hier, gib mir 100.000 Euro drauf und dann machst du irgendwas draus und stampfst ein Startup aus dem Boden raus. Das ist wirklich besser so, man lernt mehr, man geht viel anders um mit dem Ganzen, was man da geschafft hat und genau, so läuft es jetzt bei mir auch. Ja, bei uns war das jetzt
War auch eine schwierige Zeit, ja. Würde ich sagen. Was, ja, was ich von dir gehört habe, das war nicht einfach. Nee, gar nicht. Also jetzt auch, also ich kann es auch mal offen so sagen, also ich habe gewusst, okay, ich bin auf eine Bank angewiesen, jetzt einfach von dem kompletten Konzept, was wir jetzt aufbereitet haben. Und gerade die Übernahme mit dem Gravity Magazine und die Gründung der Agentur ist ja eigentlich nur einer von drei Bausteinen, was wir jetzt innerhalb der nächsten 24 Monate umsetzen möchten. Und jetzt alleine zum Beispiel das Studio einzurichten, zu schauen, okay, wir haben die Magazinübernahme. Was ist jetzt markenrechtlich noch anzudenken, wo schon so ein hoher Fürstenberg eigentlich schon erstmal zukommt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt meinen Job ja auch direkt gekündigt gehabt, gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, habe ich auch für diesen Unternehmen gearbeitet. In der Marketingberatung habe ich mitbekommen, dass ich nicht mehr Bock hatte auf diese, du hast mal so schön gesagt, Pinguine. Die Schlipsträger. Die Schlipsträger, ja. Die sehen einfach, ja auch so aus, ne? Weil ich jetzt mal war, du kommst bei Riesenkonzernen rein, dann bist du in den Präsentationsräumen, dann sitzt du vor 5 bis 10 Leuten, da sind die Gesichter zu Stein vereist, dann bist du dort 2 Stunden präsentieren, es kommt keine Regung. Anschließend gehst du raus und sagst, okay, du hast den Pitch gewonnen, ja. Aber es ist so unbefriedigend. Also das war jetzt für mich immer der Punkt. Und ich mache jetzt auch schon seit 20 Jahren Radsport, habe dazwischen mal eine große, längere Pause gehabt. Ich bin jetzt selber auch ein halbes Jahr nicht mehr gefahren, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Also ich habe dann gesagt, okay, es hängt gerade so viel dran. Ja. Und wir möchten ja coolen Content produzieren und wollen den Leuten was bieten, wollen was komplett Neues auf die Beine stellen. Und dann bist du 24/7 damit beschäftigt, die letzten 3 Wochen mit der 7 Tage die Woche durchgearbeitet, bestimmt mindestens immer 12 Stunden am Tag. Ja. Du kommst abends, bist manchmal total im Arsch. Du hast Familie eigentlich noch rundherum, eine Freundin und Kinder, die müssen das irgendwie, die müssen alle mitziehen, ansonsten geht's nicht. Das ist ja vielleicht jetzt ein cooler Übergang zum Thema, weil wir es vorhin auch mal angesprochen haben, die Frauenfrage, ja. Bei euch weiß ich, ihr habt Kinder, ja. Alle beide. Die sind auch nicht mehr zu haben. Sind nicht mehr zu haben. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Ja, aber Freundin. Wie kommt deine Freundin damit klar? Wunderlicherweise ist es super, dass sie mich da unterstützt. Zwar nicht mit dem Produkt kann sie nicht viel anfangen, ist ja klar, aber es ist meine rechte Hand in dem Ganzen. Und da bin ich sehr froh und das passt. Und sie fährt auch viel messen mit, ob mich unterstützt bei den ganzen Downhill Cups und so weiter. Das passt eigentlich, solange ich es nicht übertreibe und ihr zu viel davon immer erzähle oder zu oft das T-Shirt anhabe oder so. Sonst kriegst du morgen nicht mehr. Ja, genau, gibt es kein Butterbrot mehr. Gibt es kein Butterbrot mehr, ja. Und bei euch beiden? Ja, also bei uns muss man ehrlicherweise sagen, bei mir, ich habe jetzt 3 Kinder mit meiner Frau zusammen und sie kennt mich eigentlich hauptsächlich auch in der Selbstständigkeit. Okay. Und wünscht sich natürlich oftmals auch eine gewisse Sicherheit, weil man das einfach im Bekanntenkreis ja vorgelebt bekommt, ne? Wo das einfach ein anderes Leben gelaufen ist, wo man dann in unserem Alter natürlich schon an die Zukunft denkt und Altersvorsorge etc. Wichtig ist, dass deine Partnerin mit diesen Höhen und Tiefen klarkommt und mit dieser Unplanbarkeit. Also ich kann halt sagen, okay, wir können jetzt morgen für 3 Tage in Urlaub fahren, ja. Oder ich kann in den Urlaub mit den Kids vielleicht ein paar Tage dazukommen. Aber dieser Klassiker, wo du sagst, es sind Schulferien, was ich eine Katastrophe finde, weil die einfach, also schwieriges Thema, ja. Da dann einfach nicht zu wissen, dass wir nächstes Jahr um die Zeit das und das machen werden und das passiert auch. Ich glaube, darunter leidet sie sehr, aber auf der anderen Seite ist sie gerade unterwegs, um Personal für die ISPO-Messe zu suchen. Ja, ja, und hat auch mit unter den die erste Charge der Montage organisiert mit Freunden, Bekannten etc. Das sind so Sachen, ich glaube, da wären wir beide vollkommen ausgeliefert, wenn unsere Frauen sagen würden, nö, ich hätte gern ein anderes Leben. Weil eine Partnerschaft lebt ja davon, dass man zusammen ist. Ne? Und wenn da das einer nicht mittragen möchte, ist das ganz, ganz schwierig. Und dann brauchst du natürlich irgendwann auch einen Fan. Weil wenn du jetzt keinen Gönner hast und keinen Vorgesetzten, der sagt, hey, du machst das super, hast auf jeden Fall brauchst du das Feedback, ja. Du hast das Feedback und vor allem in der Zeit, wo wir jetzt fast 1,5 Jahre ja in einem Keller waren und entwickelt haben und an dieses Produkt geglaubt haben und die beiden einzigen waren, die davon wussten. Ja. Da brauchst du ja schon jemanden, der jetzt nicht so, ja du, der hat reich geerbt, der hat so ein Hobby und ja, mal gucken. Sondern das geht ja darum, dass wir davon unsere Familie in Zukunft ernähren. Ja. Dass wir vielleicht auch was schaffen. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil ich mir dann überlegst, okay, wenn du so eine Frau zu Hause sitzen hast, die denkt, okay, mein verrückter Professor ist wieder unten im Keller und ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was dabei rauskommt. Wie war das jetzt bei dir? Weißt du, du musst so diese kleinen Erfolge, die es halt gibt, weißt du, es ist ja Schritt für Schritt, die musst du irgendwie so zusammen dann irgendwie schon so feiern. Also jetzt nicht saufen gehen und Party, sondern weißt du, das Ding ist halt, es gibt ja diese Steps, wo du dann merkst, ach cool, dieses Teil lässt sich jetzt entformen. Also das ist natürlich so, da wird ja keine Party für schmeißen, aber für dieses Produkt ist es extrem wichtig. Und wenn die Leute auch von deiner Frau das, dann kommst du, boah, cool.
Und im nächsten Schritt ist halt so, ich habe zum Beispiel auch für meinen Sohn so ein Ding einfach mit abgesägten Lenker und für ihn ist das jetzt halt Sport, der ist 2. Ne? Oh, lass Sport machen. So, ne? Du sagst dir ein 2-Jähriger, cool, dann hängst du auf den Dingern morgens und denkst du, das ist schon geil, weil das war jetzt mit irgendeiner Maschine, die wir designt haben, nicht möglich, weil die waren meistens halt, ne, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist irgendwie so, das kommt cool und jetzt so nach und nach, wo du Öffentlichkeit damit erreichst, sag ich mal, ist es schon geil, weil wir haben jetzt mehr und mehr Athleten und so und ich habe natürlich auch selber so meine, ne, meine pubertäre Vorstellung, wen ich mal gerne auf den Ding hätte und wen ich als Athlet die Marke hätte. Und wenn das dann irgendwann passt, dann hörst du auch am Telefon so, yes, also sie weiß, dass du das willst und dann passt und dann freuen sie sich mit. Und, aber unterm Strich ist halt echt so, das Ganze muss Balance bleiben, weil du gibst dann 1000% für dein Ding, das heißt aber auch, dass ganz wenig Prozent für die Family übrig bleibt und musst du das dann wieder zurückgeben. Also ein cooles Beispiel, das kennen vielleicht sogar ganz viele, dieses Ding so, es ist März, April, so, hey, lass doch nach Ligurien fahren. Oh, gute Idee. Hey, wollen wir nicht die ganze Familie mitnehmen? Ich meine, ganz im Ernst, welche Frau mit Kindern will denn nach Finale? Also zum Biken ist es ja bombastisch da. Ja. Was wollen die denn da machen? Und ich denke immer so, nee, also wenn ist es Family oder wenn ist es Schredden und Mistlabern. Aber dieses beides, das, ich finde es auch irgendwie, das haben die nicht verdient, diesen Kompromiss, ne? Weil wenn du dein eigenes Business machst, die auch, da ist vieles Kompromiss, deswegen sollten manche Sachen eher extrem sein. Also extrem Fan, auf jeden Fall. Extrem arbeiten. Das ist sehr gut. Ne? Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge hier geredet. Das wäre meine Frage. Habt ihr noch Fragen? Geht's in meiner Backe? Also meine. ihr habt es schon mitbekommen in der letzten Sendung. Das sieht man, glaube ich, relativ gut, dass es mich ziemlich gemault hat. Mhm. Eine ganz interessante Sache ist, dass wir direkt nach der Sendung. Ich hätte ja eigentlich die Helene noch zum Flughafen fahren müssen. Das war dann so nicht mehr möglich. Das hat dann unser Kameramann, der Micha, gemacht. Den seht ihr jetzt hier leider nicht auf dem Bild. Kann man vielleicht auch mit einblenden. Und ja, auf jeden Fall ist das Ganze dann so gelaufen, dass mich dann mein Kollege eigentlich ins Krankenhaus gefahren hat, weil ich auch gesagt habe, es geht nicht mehr. Es ist jetzt die so riesengroße Scheine um die Lichter und konnte mich nicht mehr so konzentrieren. Das war auch noch ganz witzig, dass wir dann eigentlich da saßen und wollten das Outro sprechen. Und ich hatte auf einmal so eine Sprachstörungsprobleme, also das kann es nicht anders ausdrücken. Die Helene dann das Outro noch sprechen musste, dann anschließend bin ich ins Krankenhaus, habe dort übernachtet und bin aber dann, habe ich dann morgen früh direkt selber ausweisen lassen, um mich dann vom Janik, unser anderer Interviewer, abholen zu lassen, um wieder direkt vom Krankenhaus hier ins Studio zu fahren, um die nächste Sendung zu drehen. Da hast du halt die Startup-Story perfekt, ne? Weil ja, BMW arbeitet. Weil es kein anderer macht, ne? Ja, genau. Und ansonsten würde ich ja fast meinen, it seems to be time for Backen-Challenge. Genau, so Bunny-Hop-Challenge. Und wir müssen jetzt, anders muss ich sagen, der Tim ist mehr oder weniger raus, muss sich ja trotzdem aufs Fahrrad setzen, aber. Wir bauen keine Stange auf, ja? Mir ist das Risiko. Okay, also wir nehmen jeden Zentimeter mal 10 bei ihm. Das, oder? Das ist fair, weil Motorradfahrer sind eh arm dran. Einfach, weil sie also ich hätte ja gesagt, wir lassen den Tim so aufs Fahrrad sitzen und einfach durchrollen. Ja, aber einen Zentimeter schaffen. Gibt es einen Zentimeter bei dem Ding? Ich kann ja überlegen, den brauche ich, den brauche ich. Also es fängt bei 5 an. Bei 5? Bei 5, ja. Bist du wahnsinnig. Das schaffst du. Meinst du, du schaffst 5 cm? Wir können ja, wir machen einen Probelauf, wo sie nur auf dem Boden liegt, dass ihr mal so ein Niveau kennt. Ja, genau. Oder? Und dann, ich glaube, sind dann 2,5. Dafür wäre ja. Okay, ja. Dann würde ich sagen, wollen wir starten? Lass starten. Ja, komm. Lass starten. Dann. Dann geht's los. Let's do it. Dann bräuchte ich noch einmal den hier. Ja. Ich fühle mich gut mit Gravity. Gravity, gut für dich. Kannst du mir den Helm aufmachen, Chef? Kannst du das nicht? Nee. Also. Oh. What's your rabbit? Ja, Leute, aufgrund unseres kleinen Hospitalbesuches bin ich heute leider nicht in der Lage mitzumachen. Ich habe hier noch eine echt richtig fette Hand und auf ihrem Gesicht ist es noch nicht ganz abgeheilt. Allerdings drehen die Jungs jetzt trotzdem gegeneinander an und ich glaube, das wird richtig witzig. Round 1. Fight. 2. Also wie ihr gesehen habt, die
Bunnyhop-Challenge war, glaube ich, diesmal schon eine witzige Geschichte. Tim und Thomas haben auch echt nicht schlecht abgeschnitten. Wir werden jetzt unsere Fotos, die wir schon gemacht haben, diesmal an die Wand pinnen, um mir einfach nochmal die Ergebnisse voll aufzuweisen. Also, wir haben hier einmal den Christian. Christian, du hattest wie viel? 55. 55? Ja, sorry. Alter Falter, na? Bist du eine coole Sau. Ja, das Bike, der Reifen, der Lenker oder die Bremse. Eins von den 10 Sachen auf jeden Fall. Das hat so gut gemacht, oder? 55. Dann mein Assistent Thomas, bitte. Eine Pinnadel. Super. Gleiche Pinnadel. Das heißt, ich bin überhalb von dir, ne? Ja, definitiv. Okay, das ist Teilerfolg, aber auch nicht wirklich. Ah, okay. Haben wir hier den Tim? Nee, Christian. Christian, sorry. Das hängt mit dem. Wir haben uns halt aus Versehen wieder das, umgesetzt. Das hängt mit dem Sturz zusammen. Ja, Logo. Alles kein Thema, Paul. Alles gut. Okay, dann haben wir unseren Thomas, du bist an der Reihe. Deine Höhe? Bei krassen 10 cm. 10? Okay. Leider nicht mehr sichtbar wegen der Couch-Oberkante, aber noch im anzeigbaren Bereich. Hm. Dann haben wir hier den Thomas. Ich denke, die NASA hat das registriert, dass das passiert ist. Ach, das ist schon vorbei. Das finde ich schon ein bisschen diskriminierend, weißt du? Warum? Das bleibt da nicht aus, da unten. Achso, ja, das ist natürlich. Also erzähl das bleibt nix, für die Ewigkeit. Also erzähl mir nichts über Diskriminierung, ich komme aus dem Osten. Ja. Wirklich? Ja. Und wir haben noch den Tim. Ja, sieht auf dem Bild verdammt gut aus. Also, Tim, deiner Höhe waren wie viel? Ich glaube, fast 8. Fast 8? Fast 8. Okay. Aber wir hatten ja zu Beginn gesagt, mal 10 in meinem Fall. Er hat es gesagt. 75. Ja, also wir. Also, er wollte die Spielregeln ändern. Ja. Wir sind aber hier bei Gravity TV. Okay. Das heißt, wer macht die Spielregeln? Also geht es nochmal in so eine Beratung. Wir können das ja jetzt Nein, leider nein. Aber ja? Du bist ja an unserem Banner of Fame. Also, das ist schon was. Dankeschön. Und das Beste ist, dass hier unten, wo dieses Holzklötzchen ist, die Pinnadeln besonders gut halten. Und du kommst ja aus dem Motorsport, also High Five. War eine Reifleistung, ich finde es geil, dass du mitgebracht hast. Ja, dabei sein ist alles. Ja. Und der Thomas kommt auch ran. Guck mal, wäre das Deutschland, wären wir wirklich... Der Süden! Also meinst du mit dem Holzklötzchen die Scheuerleiste? Ja. Man muss ja dazu sagen, dass ich aufgerundet habe. Also eigentlich sind es bei mir auch nur 7,9. Okay, wir lassen es jetzt trotzdem mal durchgehen. Also, Leute, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Aber die Jungs haben auch noch ein paar Goodie-Bags für euch mitgebracht. Die wollen wir eigentlich gerne verlosen. Wir würden das jetzt so machen. Ihr macht nochmal ein Foto hier vom Studio. Du genauso. Dann könnt ihr die Instagram-Profile einfach aufsuchen, also da vielleicht schon mal followen, dass ihr dann auch dementsprechend den Post sieht. Deins ist wie? VarioLoop. Einfach VarioLoop. Wir schreiben es einfach nochmal bei uns dann rein, wenn die Gewinnspiele online gehen. Und bei euch ist es Bradsports. Ja. Mhm. Ja. Wir würden das Ganze jetzt so machen, wir haben eine ganze Menge über unsere Unternehmen geredet in dem Bereich. Und dementsprechend lassen wir kurz die Töne für das Quiz einläuten. Ist jetzt folgende Frage, ja? Wir fangen mit dem Spiel an für VarioLoop. Mit wem wurde außerhalb von Thomas VarioLoop zusammen entwickelt? War es A, ein Kleinkind? B, ein Professor? C, Angela Merkel? Oder D, sein Bruder? Und nun zu Bradsports. Wo haben Tim und Christian damals ihre Designagentur gegründet? War es Berlin, New York, Mailand oder Ludwigshafen am Rhein? Ja, also wie gesagt, tippt einfach auf den Post die richtige Antwort. Die beiden und oder die drei werden dann dementsprechend das Ganze auslosen. Werden euch informieren, werden uns die Rückinfo geben. Wir schicken dann diese Goodie Packs an euch heraus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Sendung und wir haben noch eine wichtige Info beziehungsweise noch ein ganz interessantes Event, was wir gerne vorstellen wollen. Genau. Und zwar geht es darum, dass wir mit PB Federsysteme einen Workshop anbieten werden im Bereich Reibwertoptimierung und auch Federgabeltuning, Dämpfertuning. Und das Ganze wird in Landshut stattfinden, irgendwann im Juli. Mehr auf varioloop.com.
Und bei Instagram könnt ihr das auch verfolgen. Wenn ihr eure Fehlergabe noch brutaler machen wollt, als es schon ist, einfach dabei bleiben mit Followen. Ihr könnt eure Gabel einschicken, könnt ihr einen kompletten Service machen lassen. Dämpferoptimierung, der Kollege von ihm, das ist ein richtiger Gabel-Nerd, kann man sagen. Der kann euch dann dementsprechend mitteilen, was ihr dort noch bei eurer Gabel optimieren könntet, um die einfach noch straffer für den nächsten Ride vorzubereiten. Und in diesem Sinne, mich hat es gefreut, dass ihr da wart. So, nochmal High Five. Ja. Und danke fürs Dasein. Okay. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.